Wir sind durch Nacht und Nebel in eine andere Halle geritten und haben jetzt hier Mario Truant, der uns vom Verlag Erlkönig ein Rollenspielprodukt vorstellen möchte. Hallo, was ist das? The Great City. The Great City ist ein Pathfinder, eine Stadtbeschreibung, ein Kampagnenhintergrund in der großen Stadt. Wir haben den englischen Titel beibehalten, weil die große Stadt klang nicht so sexy, deswegen bleibt The Great City, während wir im Buch natürlich immer von der großen Stadt sprechen. Die große Stadt ist das Hintergrundmaterial für eine Abenteuerserie. Wie die offiziellen Adventure Paths von Paizo gibt es auch eine Abenteuerserie zu The Great City, die wir nacheinander rausbringen werden. Wie immer sechsteilig halt. The Great City ist ein wunderschönes Pathfinder-Rollenspiel-Setting. Eine sehr verrückte Stadt, wo sich die ganzen Fraktionen innerhalb der Stadt bekämpfen. Die Stadt wurde erobert, es gibt Unterdrückte, sehr, sehr viel Spannung und ganz interessante Züge in dieser Stadt. Wann werden denn die Abenteuer erscheinen und ist es dann auch wie beim Original Pathfinder jeden Monat eins? Nein. Das hier ist, ich will nicht sagen Hobby, aber das mache ich aus Spaß nebenher halt. Es gibt sechs Teile, die sind kürzer und ich werde sie im Laufe eines Jahres halt veröffentlichen. Die genaue Form steht noch nicht fest. Im Original gibt es die Sachen nur als PDF von 01 Roleplaying Games. Wir haben aber, da ich so gerne Hardcover mag und Bücher in der Hand halte, muss ich The Great City zumindest als Buch verlegen. Jetzt hat Edition Erlkönig ja schon damals Rollenspiele rausgebracht. Ja. Gibt es dann auch noch die Idee, alte wieder aufleben zu lassen oder noch weitere außerhalb von Lizenzprodukten dann zu bringen? Wir haben Castle Falkenstein mal gemacht, das ist richtig, und Fading Suns. Aber die wieder aufleben zu lassen, nein. Was Neues hätte ich nichts dagegen, ich schaue mich mal um gerne. Gibt es dann noch weitere Ideen, Pathfinder Drittprodukte zu bringen? Ja, es gibt noch einige lustige Pathfinder-kompatible Sachen halt. Da bin ich auch dran, aber ich kann noch nicht genau sagen, welche. Die müssen auch erstmal im Englischen fertig werden. Okay, gibt es etwas, was du den Rollenspielern da draußen noch mitteilen möchtest? Sorgt für Nachwuchs. Vielen Dank. Mit diesen kreativen, fruchtbaren Kommentaren verabschieden wir uns jetzt von Edition Erlkönig. Wiedersehen. Danke, viel Spaß noch. Yeah.